Honk, honk, honk. Ein fröhliches Moin aus Hamburg hier zu Drakensang am Fluss der Zeit, die Erweiterung Phileasons Geheimnis und der Vergangenheitshonk hat mich hier letztes Mal irgendwann hier in den Hallen des Vergessens von Herrn Kittenkurmler aus unerklärlichen Gründen als Hallen des Verschissens bezeichnet. Oh, gleich ein böses Wort am Anfang der Folge und dann können wir gleich mal sehen, ob der Algorithmus diese Folge... ist ja meistens so, wenn ich was Böses am Anfang sage, mag mich der Algorithmus. Wieder mal so eine Ausnahmesituation. Gott, oh Gott, meine Stimme macht schon wieder mal die Biege. Ja, aus Gründen. So, warte mal. Ja, so ist besser. Ja, was hat denn der Vergangenheitshonk hier mir hinterlassen? Der eherne Wächter hat mir offenbart, was als nächstes vor mir liegt. Die Schatten des Ursprungs. Hört sich gefährlich an. Wenn ich den Kreis der Elemente mit seinen 6 Siegeln überwinden will, muss ich mich ihnen stellen. Machen wir das mal. Okay. Truppe ist soweit vorbereitet. Ich denke mal, ich habe auch letztes Mal, der Vergangenheitshonk hat auch genügend gelevelt und... Komm näher. Die Siegel unseres ersten Aspektes warten. Was redest du so komisch? Das ist Myana, das ist die komische Olle aus dem Nordischrein, weißt du? Die mit der Lampe im Kopf. Moin, Sen. Sei gegrüßt, Gesandter des Schicksals. Du bist gekommen, um den Kreis der Elemente zu brechen. Ich bin gekommen, um in den Kreis der Elemente hineinzubrechen. Borg. So. Die Orima-Priesterin, aber ihr seid tot. Wir sind nicht, Myana, die Orima-Priesterin. Wir sind die Schatten des Ursprungs. Warum verleugnest du deiner selbst? Sprich, Schurke. Das reicht mir nicht. Ich will mehr darüber erfahren. Aber soll es so sein? Ach du meine Güte, wahrscheinlich muss ich jetzt tierisch viel vorlesen, oder? Was ist der Kreis der Elemente und warum muss ich ihn brechen, um von hier wegzukommen? Der Ursprung, ist das dieser Ort? Ihr sagtet, wir, doch ihr seid allein. Oh, das ist interessant. Wir bestehen aus 3 Aspekten. Jeder unserer Aspekte trägt ein eigenes Antlitz und spiegelt das Wesen 2 Elemente wider. Du wirst es sehen, wenn wir dich auf deinem Weg durch den Kreis der Elemente geleiten. Du sprichst in Rätseln, Frau mit Lampe im Kopf. Schön und gut, aber bevor wir aufbrechen, will ich noch mehr wissen. Warum ja, auf jeden Fall. Soll es so sein? Ja, wiederhol's dich. Der Ursprung, ist das dieser Ort? Der Ursprung ist der Sternenstein. Aha. Von Murti, der Weltmutter, in die Obhut der Hochelfen gegeben. Der Stein ist dieser Ort und dieser Ort ist der Stein. Das Namenlose versucht, das Geheimnis des Ursprungs zu ergründen. Wirst dies verhindern. Ach, werde ich. Ich verstehe momentan einfach nur Marktplatz, weil Bahnhof gibt's ja noch nicht und Flughafen. Also, ich verstehe das alles nicht. Und ich glaube, das wird immer rätselhafter. Und ich glaube, man muss ein Meister in der Lore des schwarzen Auges sein, um den ganzen Quatsch zu verstehen. Und das bin ich halt nun mal nicht. Ich? Das kann nicht stimmen. Ich kam nur hierher, um Phileason zu helfen. Er ist derjenige, der den Hochkönig geschickt hat. Ich weiß noch nicht einmal, wo dieser Stein ist, geschweige denn, wie man das Namenlose aufhält. Ich denke, es ist der Namenlose, das Namenlose. Nächstens ist es die Namenlose und es ist die hier mit der Lampe im Kopf. Du sprichst vom Gesandten des Hochkönigs. Du bist der Gesandte des Schicksals. Die Macht, das Namenlose aufzuhalten, liegt allein in euer beider Hände. Also ich wüsste nicht, dass mich das Schicksal geschickt hat, weil ich kenne das Schicksal nicht. Das hat noch nicht gesagt so, hi Digga, ich bin das Schicksal und ich schicke dich da mal irgendwie in diese komische Elfenwelt. Nee, hat es nicht gemacht. Also insofern, wie kann ich der Gesandte des Schicksals sein? Du redest in Rätseln, Frau mit Lampe im Kopf. Schön und gut, aber bevor wir aufbrechen, will ich noch mehr wissen. Soll es so sein? Was ist der Kreis der Elemente und warum muss ich in ihn brechen, um von hier wegzukommen? Solange der Kreis der Elemente besteht, bleibt das Portal des Drachen verschlossen. Die 6 Siegel des Kreises kann nur öffnen, wer die 6 Kristallsphären besitzt. Du
du bist total sexuell fixiert. Immer nur Sex, 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 Sex. Hör endlich auf, immer nur an Sex zu denken. Hab ich doch gar nicht. Du hast nichts anderes im Kopf. Morgens, mittags und abends. Mögen die Mädchen dies, mögen die Mädchen das. Findest du ihn zu groß, findest du ihn zu klein? Könnt ihr nicht mal irgendwie Klartext reden? Wem darf ich auf die Fresse hauen? Das wäre doch mal eine gute Sache. Gut, ich weiß, was zu tun ist. Nein, weiß ich nicht. Aber warum helft ihr mir gegen die ehernen Wächter des Erzes? Seid ihr nicht genau wie sie hier, um diesen Ort zu beschützen? Du bist der Gesandte des Schicksals. Nein, bin ich genau nicht. Genau wie du existieren wir, um den Ursprung zu schützen. Bis auf den Torwächter sind die ehernen Wächter an die Siegel gebunden, um sie zu verteidigen. Sind sie besiegt, kehren sie zurück zum Ursprung. Ach, Mann, ich bin nicht der Messias. Glaub mir doch endlich. Ich bin nicht der Messias. Ihr habt euer Wissen mit mir geteilt. Nun lasst uns den Kreis der Elemente brechen, damit ich Philerson am Löwentor beistehen kann. Danke, dass ihr euer Wissen mit mir geteilt habt. Ich brauche einen Moment, um mir über alles klar zu werden. Ach komm, go for it, Baby. Gesandter des Schicksals. Ich bin nicht der Messias, würdet ihr mir bitte zuhören? Ich bin nicht der Messias, versteht ihr das? Ganz, ganz ehrlich! Folge mir, lass mich die Tür öffnen. Ich erwarte dich in die andere Kammer. Kannst du auch ein bisschen schneller gehen, Frau mit der Lampe im Kopf? Schönes Licht hier. Schaut euch das mal an. Hier irgendwie alles recht, ja, es schnaffte. Geile Hütte, hier würde ich gerne wohnen. Vielleicht bin ich doch ein Zwerg? Ich stürze mich da runter. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie runter. So, dann mach mal. Komisch, sie muss nicht gegen die Tür hauen. So, Vorsicht. Ah, warte, Vorsicht. Apropos. Dies ist Versiegel der Luft. Uns ist sie Symbol für Hellsichtigkeit. Benutze einen der Kristallsphären, um seine Kraft zu entfesseln. Warum habe ich eine Lampe zu brechen? Erst dann kannst du die ehernen Wächter bezwingen. Olle, du machst mir Corona. Ich will doch hier nur. Und Ei. Die Facecam steht wieder genau davor. Armer Trutz! Aber ich sollte das auch anders sein. Okay, pass mal auf. Wie sieht das eigentlich aus? Habe ich den Djinnenruf schon auf der Platte hier? Yo. Ich will jetzt mal einen Djinn trinken. Yalla, Djinn! Yalla! Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, irgendwas Arabisches. So, jetzt vorsichtig. Ich muss mir das immer angucken. Also hier, eine Tür. Siegel der Luft. Das sollen wir wohl anklicken. Denke ich mal, weil Wühlschrat. Weißt du? Die Wühlschrate, die können wir momentan sowieso nicht angreifen. Also, Yalla G! So, okay. Er macht sich da schon mal dran zu schaffen, denke ich. Ja. Und Honky? Ja, ich habe irgendwie sowas geahnt. Honky, Bonky. Ja, es bringt jetzt irgendwie nicht viel, da jetzt mit dem Feuerball rumzueiern, während der Vorgrim da. Ja, kommen wir nicht dran. Ich sehe, dass da insgesamt wohl 3 Wühlschrate sind. Naja. Ja, können wir momentan nicht viel machen, weil der. Weißt du, dann gib ihm. Ich weiß ja nicht, wie schlimm die sind. Ah, ist ja genauso schlimm hier. Gut. Yalla Djinn. Jupp. Caramba Carajo, ein Whisky. Das Gegenstück dazu ist Yalla Djinn. Ja. Ah, ja, wir haben ja den Schniedel dabei. Alles klar. Der kann nur die Tür angreifen. Degi, was ist hier los? Gut, dann, weißt du, er kann nur in die Tür gehen. Alter, was ist hier los? Siehst du das? Ich kann nichts machen. Okay, weißt du, dann raus hier.
Ja. Ja. Jetzt aber. Wühlschrat. Ran. Digga. Komm, komm! Komm, Pario. Komm schon! Oh, ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen und wie lange das Spiel überhaupt noch dauert. So wie es sich anhörte, hat jetzt Vorgrim eigentlich dieses komische Siegel eingesetzt? Da müssen wir nämlich irgendwann einsetzen, glaube ich. Mache ich. Luft bedeutet Rastlosigkeit und stete Bewegung. Ihre unsichtbare Kraft vermag Barrikaden und Hindernisse niederzureißen. Ja, Luft kann man auch atmen. Ist eigentlich ganz schön. So, Vorgrim hat schon einen abgekriegt. Damit der nicht irgendwie hier Probleme macht, renn Wühlschrat. Geht gut ab hier. Ja. Warum eigentlich nicht noch mehr? Alter, ich sehe gar nichts. So, dann dieser Wühlschrat. Achtung! Dieser Wühlschrat. Wir hätten uns vielleicht auf einen konzentrieren sollen. Sie sind nämlich ziemlich stabil, die Jungs. Weiche! Das wissen wir ja noch. Die kommen gleich nach hier hinten gerannt. Das ist gar nicht lustig. Okay. Vorgrim. Ja. Wie nett er antwortet, ne? Das ist wirklich. Er ist wirklich ein wirklich netter Vorgrim. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange wir hier noch an dem Spiel zu tun haben, so wie es sich von Herrn Kittenkommler anhörte. Wird es wohl noch eine ganze Menge sein. Ja. Aber ich hoffe mal, wir kriegen das in unter 400 Folgen. Ja, und es gibt noch eine Erweiterung von Drakensang am Fluss der Zeit. Und ich habe mich breitschlagen lassen, diese auch noch zu Let's Playen. Vorausgesetzt, dass wir die Voice Actor nicht Corona machen. Komm schon! Und da es ein Fanprojekt ist, wird es sicherlich auch nicht bugfrei sein. Ich glaube, der Herr Kittenkommler konnte das Spiel irgendwie nicht zu Ende spielen. Also dieses Addon nicht zu Ende spielen, weil es irgendwann nicht mehr funktionierte. Habe ich das richtig verstanden? Alter, die fallen ja um hier wie die buchstäblichen Fliegen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da einer hinten durchgekommen ist. Renn Wühlschrat. Ja. Ja, da ist einer durchgekommen, macht hier hinten Randale. Das wollen wir mal gleich unterbinden. Diese Kack-Blockade. Geht es jetzt? Ja. Ja. Ja, du kannst dann auch noch mal. Ja, hier lebt ja noch einer. Guck mal. Aha. Ja, aber eigentlich ist Kuano momentan recht brauchbar. Hui. Ja. Doch, die Wühlschrade sind gar nicht so, jetzt mal, overpowered. Du hast das erste Siegel gebrochen. Lass uns aufbrechen zum zweiten Siegel. Okay, also ich habe auf das erste Siegel gebrochen. Warum kann ich den Wühlschrad nicht ausnehmen? Ist hier wieder so selektive. Also die Lampe über seinem Kopf macht mir jetzt auch irgendwie Corona. Was ist hier los? Warum kann ich die nicht plündern? Wahrscheinlich, weil das nur irgendwelche Manifestationen von irgendwas sind. Ja, gucken wir uns mal den Laden hier so ein bisschen an. Ja, hier. Das sind wahrscheinlich nur die Nischen, wo die Vögelchen rauskamen. Aber die waren ja schon vorher da. Warum sind dann da Nischen, wo die rauskommen sollen? Ja, nö. Nichts zu looten hier. Ich glaube, es hackt. Ich will looten. Ein RPG ohne Lootmöglichkeit ist wie ein Pferd, das nicht fährt, oder wie ein Taucher, der nicht taucht. Na? Der taucht nämlich nichts, wie wir seit Werner wissen. Aber da vorne funkelt irgendwas. Halt! Vögelchen! Alter, das war mal fiese, ne? Okay, die hätten uns nicht umgebracht, die Fallen, aber dann hätte Kuano ja keinen Spaß jetzt, ne? Ja. Okay. Das einzige Loot, ne? Und dann ist das hier von Scheusendreckfallen geschützt. Digga, guck dir das mal an. Ja, das ist hoffentlich gutes Loot, aber wahrscheinlich nur Sandsteine, ne?
Wahrscheinlich nichts, woraus man irgendwas grafen könnte, das uns später helfen wird. Ja, der Herr Kittenkurm, da hat mir ja schon... Also ich habe etwas vermutet. Oh, und das hat er mir inzwischen bestätigt. Ich sage das aber nicht, weil ich nichts verraten will. Das ist böse, ne? So, Sandstein und Blattgold. Hm, das könnte vielleicht... Oh. Wobei Blattgold... Was haben wir aus Blattgold schon mal gecraftet? Irgendwas? Ein einfacher Verband. Hm. Na, nicht unbedingt jetzt. Superlootigkeit hier. Aber ich hab's ja geahnt, ne? Skelette geben alte Knochen und vielleicht mal ein olles Haumesser. Ich mach. Ja, ja, Kittenkommler, warum soll ich die Truhen looten, wenn ich sie gerade öffne oder was auch immer? Ich hab das nicht ganz verstanden. Und was das dann bringen soll. Und wenn ich hier Zeit verschwende, verschwende ich sowieso mehr Zeit beim Quatschen, ne? Ja. Aber ich habe immer gesagt, das hier ist ein gemütliches Let's Play. Hier wird nicht gerusht, hier wird nicht Speedrun versucht, sondern das ist hier. Au, 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 au. Naja, ich sollte vielleicht dann doch. Ah, halt. Ich sollte dann vielleicht doch. Feuerfalle. Ich sollte dann vielleicht doch den Kuano nach vorne erstmal nehmen. Yo. Mach mal. Na klar. Oh, den hatte ich noch nicht, den Spruch. Hm? Na klar. Hey, das ist neu. Das habe ich noch nie gehört. In der gesamten Zeit, die wir dieses Spiel spielen, habe ich noch nie na klar gehört. Ja, ich sollte ja auch ein bisschen auf Ausrufezeichen und sonstigen Schabernack achten. Sonst verpasse ich wieder was. Dann kriegt der Herr Kittenkurm dann nämlich Schnappatmung. Nein, natürlich nicht. Wie ist der Djinn-Bild schaffen? Der ist gut beschaffen, alles klar. Weißt du was? Honk, ich weiß nicht, wie viele von den Viechern da drinnen sind. Wenn du das hinbekommen könntest. Das sieht nur nach einem aus. Ja. Dann Faris, feiern sie auch mal auf diesen Kackendreck-Skorpion ein paar Zaubersprüche und auch vielleicht einen Bogenpfeiler. Achtung! Oh, das sind doch mehr, als ich dachte. Fuck, die haben sich da hinter der Ecke versteckt. Das hat mich auch gewundert, dass jetzt auf einmal dann nur ein Skorpion sein soll. Angriff! Das hat sich halt nur einer fieserweise gezeigt. Ne? Renn, Skorpion. Bei Angriff Spar! Mal ein paar neue Sprüche hier. Da hinten ist auch noch einer. Aber, gib ihm. Ja, ich glaube, wir brauchen hier gar nicht solche Gedecke aufzufahren. Ich habe ja gesehen, schon. Wie schnell da hinten die Steinmänner auseinandergefallen sind. Die hatten ja nun mal gar keine Chance. Sagte er, gab an und wurde gleich gemorchelt. Das heißt natürlich gemeuchelt, ist klar. Ah, ja, es wird schon. Husa. Oh, also der Djinn, der haut schon richtig rein, wie es aussieht. Was? Warum tust du nichts mehr vor? Stehst da und hältst Maul auf dem Kopf. Wie immer, dieses Personal, ne? Ei? Ja. Ich glaube, die haben auch Eier. Ja. Aber wir haben größere und insofern sind wir überlegen. Wir sind die überlegene Spezies mit den größeren Eiern. Vorgriff? Geht's dir gut? Hohohoho. Armen Viecher, die haben ja überhaupt gar keine Chance gehabt. Ei. Ei? Ja. Oh, die sind häutbar. Das ist gut. Dann machen wir mal eine Heute-Show. Wie geht's, Oliver Welke? Mag die heute schon und Oliver Welke nicht. Das ist so. Das sind so tief hängende Früchte, weißt du? So. Gut. Immer auf das draufhauen, wo sowieso schon alle draufhauen und bloß kein Risiko in Kauf nehmen. Ich frage mich, wo die Zeiten geblieben sind von Hans Scheibner und dem Scheibenwischer, weißt du? Als sich noch die Comedy-Leute und die Kabarettisten getraut haben, Sachen anzusprechen.
wo nicht gleich jeder applaudiert hat, ne? Ja. Gut. Du weißt, wovon ich rede, ne? Ich sag nur Virtue Signaling und der ganze Quatsch, der heutzutage so in Mode ist. Ja. Da hättest du in den 80ern, 70er, 80er, 90ern auch noch, hättest du keinen Hund in der Backofen vorgelockt mit diesen Witzen, diesem Humor, dieser Kritik. Und heute... Ja. Heute schon wirklich, das kann weg, das ist keine Kunst. Böhmermann genauso. Alles diese risikofreien... Ja. Ja. Ja, so. Ihr wisst doch, ist lustig, ne? So. Trotzdem vorsichtig weiter hier. Trotz aller Schelmerei. Eine Folge aufgenommen. Soll so ein bisschen drauf achten. Denn, eine leichte Pressur stellt sich ein, weil ich schon wieder viel zu viel Tee und viel zu viel Kaffee getrunken habe. Hui. Okay. Ist das jetzt schnell genug gelootet, Herr Kittenkorn? Ist das schnell genug gelootet? So, da unten steht, glaube ich, wieder die Dame mit der Lampe im Kopf. Ich mache mich doch einen Schnellspeicherstand. Ich, befürchte... Ach, Mann. Was soll denn schon passieren? Wir sind hier das weitaus fortgeschrittenste Lebewesen auf diesem Erdenrund.